Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Mit mir natürlich, dem TLA Gaming TV. Und es handelt sich um das Spiel Minecraft. Wie einige, also ich habe im Sauerbraten-LP gesagt, dass es erstmal Multiplayer gibt. Nee, ich mache jetzt erstmal eine Singleplayer-Welt unter der Version 1.2.5. Dazu erstelle ich eine neue Welt und nenne sie natürlich Let's Play. Es geht um Überleben. Naja, World Options ist ganz normal. Ja, Fail. Gleich mal ein Fail am Start. Ja. Ja, Let's Play halt. So. Erstellen wir einfach mal eine neue Welt. Und ich muss kurz was machen. Ja. Wieso starte ich ein Minecraft-LP? Ist erstmal die Frage. Natürlich ein Minecraft-LP. Und erstmal auf einfach stellen. Ach du Scheiße. Naja. Jeder Minecrafter startet ein Minecraft-LP. Natürlich, weil Minecraft eigentlich fast bei YouTube, denke ich, der meistgesuchteste Begriff ist. Und wieso brennt ein Zombie? Fragezeichen. Großes Fragezeichen. Und wieso ist schon eine Spinne? Also sehr verdächtig, aber da hinten ist erstmal schon ein Baum. Ist doch schon mal was. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Epi dauern wird. Vielleicht so 20 Parts, mehr auch nicht. Naja, vielleicht auch mehr. Ich weiß es einfach nicht. Lass mich überraschen. Und ich nehme nur auf, wenn ich Lust habe. Also nicht jeden Tag oder so. Nee, vor allen Dingen dauert ja das Hochladen natürlich sehr lange. Und ja, deswegen kann ich auch nicht jeden Tag vielleicht ein Video hochladen, sondern halt im Abstand. Ja, erstmal das Wichtigste ist natürlich Holz fällen. Und ich sehe da. Na, ich gehe erstmal da hinten hin. Hier sind nämlich klein die Bäume. Und die Gegend gefällt mir eigentlich schon. Ja. Nie, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich schon ein Dschungelbiom gefunden. Das ist ja jetzt etwas. Ne, ich baue trotzdem. Nicht im Dschungelbiom, weil, naja, im Dschungelbiom, warum haben sich einige gedacht, halt, ist ja was Tolles, ist ja ein neues Biom so. Naja, aber die anderen Biome sind halt auch gut. Und ich baue dann halt nicht hier im Dschungelbiom, sondern im Biom nebenan. Ja, ich baue mal einen Block ab. Und ich werde wahrscheinlich später eine Playlist reinmachen, wobei ich mir noch nicht sicher bin. Und ich bin gewöhnt, auf Peace World zu spielen. Also ich schätze mich nicht so ein, dass ich richtig scheiße, grottisch schlecht im Kämpfen bin. So, ich habe jetzt 11 Holz. Bambus. Ja, ich glaube, hier baue ich. Ziemlich schön. Bin ich eigentlich in allen Gebieten drin? Naja. Und die niedrige Threads-Anzahl, vielleicht laggt es auch zwischendurch. Kommt davon, dass ich gerade noch ein Video hochlade. Und zwar der zweite Part von Let's Play Sauerbraten. So. Jetzt suche ich mir erstmal eine geeignete Baustelle. Naja. Also ich brauche ja eine möglichst flache, aber diese Ebene gefällt mir ja eigentlich ganz gut. So. Da machen wir erstmal alles zu Holz. Machen wir uns eine Workbench. Stellen sie hin. Machen ein paar Sticks. Und machen nur eine Holzspitzhacke. Das reicht ja erstmal. Oh, Achievement. So. Damit ich erstmal nur Stein fange. Weil Stein ist. Ja, Stein ist wichtig am Anfang. Sehr wichtig. Ich meine, was wollen wir mit Holzsachen und so Zeug? Irgendwie ist es tief, die Erde. Naja. Lol. Wie tief geht denn die Erde noch?
Naja. Hier ist erstmal schön Cobblestone. Ne, eher Cleanstone. Nicht abbauen, zu Cobblestone wird. Wie in dem Let's Play angekündigt, also bei Sauberraten habe ich schon einiges über Minecraft erzählt, habe ich gesagt, dass ich unter der correcten Version spiele. Und ich habe halt einen neuen Rechner. Habe ich auch gesagt, naja, ich muss ja jetzt nichts erwähnen. Ich will einfach nur Spaß am Spielen haben. Und ja, was und ah, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist am Anfang doch immer so. Ich habe 22 Cobblestone. Und was werde ich mir eigentlich bauen? Naja, ist ja die Frage so, was wird man sich am Anfang bauen? Ich brauche erstmal zwei Steinspitzhacken. Oh, technischer Fortschritt. Oh, Manometer bin ich gut. Schaufel und ein Schwert. Das reicht erstmal. Und jetzt, ja, wieso sortiere ich einfach mein Inventory? Vorschlagen, dass ich Kohle suche. Ich habe nichts zu essen. Vielleicht sollte ich auch erstmal jetzt Schafe schlachten. Ja, Schafe schlachten für ein Bett, dass ich die Nacht überspringen kann. Gibt's ja genug Schafe und ich sehe die Kohle. An der Felswand. Und nicht wundern, wenn auf einmal so ein kleiner Schnitt kommt. Das ist deswegen, weil meine Mutter manchmal reinkommt oder mein Vater. Ist ja egal. Sollte euch nicht stören. Ich drücke da einfach auf Pause. Viele Schafe hier irgendwie. Das ist so eine Schafsherde. Und hier oben ist auch Kohle. Und Gravel. Naja, yes. Kohle, Kohle. Lala. Und das Dschungelbiom. Okay, 5 Kohle reicht erstmal. Das Dschungelbiom. Ja, können wir uns Holz farmen. Ist das eine Höhle? Ist ein Unterschlupf. Naja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Und ich bin manchmal sehr tollpatschig. Vor allem, wenn ich nur mit 10 FPS rumrenne. Naja. Außerdem gucke ich da immer auf oben links die Ecke, ob die Aufnahme gestoppt ist. Da ist sie grün und wenn sie läuft, ist es halt rot. Darauf achte ich halt die ganze Zeit. Und manchmal wird da halt was rausgeschnitten. Ne, nicht rausgeschnitten, sondern nicht aufgenommen, weil man muss natürlich das auch, dabei auch reagieren. Ja, ich bin so dumm. Ich glaube, hier unten übernachte ich erstmal. Erstmal genug Platz. Hier unten übernachte ich erstmal. Natürlich muss ich das auch immer wieder finden. Deswegen mache ich mal oben so einen kleinen Cobblestone-Turm. Und ich sehe, es wird Nacht. Kurz Cobblestone. Und kurz Cobblestone-Turm gebaut und ja, mein Hunger steigt. Ich würde jetzt vorschlagen, ich gehe erstmal meinen. Oder überspringen die Nacht. Je nachdem. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Nicht mehr sprinten auf jeden Fall. Sieht witzig aus. Ja. Nichts. Ist ja toll. Ich höre ein Chicken. Vielleicht tropft das Fleisch. Das wäre schon mal am Anfang sehr gut. Fleisch, viele Hühner und Kühe. Dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen viele Kühe. Ich sehe 3. Oh mein Gott, das kann es noch reichen an Schafen.